Wenn ich gerade dabei bin, mache ich auch ein Video und zwar, wie kann man die Victron Sachen überwachen. Ich habe hier zum Beispiel einen kleinen 10 Zoll Rechner und hier kann ich das Display abnehmen, das ist also sozusagen mit rein mit Touch funktioniert, also wie ein Tablet. Ich kann das Ganze am Handy überprüfen und ich kann das Ganze mit einem fix installierten Touchscreen. Der kostet 225 Euro. Das wird dann zum Beispiel auf die Wand montiert. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie die Remote des VRM-Portal aufgemacht ist. Und zwar, ich habe hier das Dashboard. Das heißt, ich kann sehen, wie viel kommt im Moment von der Sonne rein, wie ist der Ladezustand der Batterie und was wird im Moment verbraucht. Also im Moment wird ca. 2000 Watt verbraucht. Knapp 7000 Watt kommen durch die Sonne rein. Die Batterie wird mit 4500 Watt geladen. Und hier kann ich mal gewisse Statistiken anschauen. Zum Beispiel heute wurde produziert 7,8 kW. 7,5 kW sind Consumption, also weggegangen. Da könnte ich jetzt hier eingeben, die letzten 2 Tage, die letzten 7 Tage, die letzten 30 Tage, die letzten 6 Monate etc. Oder ich könnte eingeben von bis. Und dann kann ich hier noch eingeben, also angenommen jetzt die letzten 7 Tage mal auswählen. Dann könnte man hier zum Beispiel Solarertrag, die letzten 7 Tage 371 Kilowattstunden. Und dann kann man sich eben genau anschauen, wie viel ist. Also in dem Fall zum Beispiel von der Batterie hat er genommen 177 Kilowattstunden und direkt von der Sonne in den Verbraucher 194. Das ist eigentlich die richtig coole Zahl, weil das geht dann gar nicht über die Batterie. Ja, und da kann man sich eben gewisse Statistiken anschauen. Ist ja wurscht, ich möchte jetzt da gar nicht im Detail drauf eingehen. Jedenfalls zurück zum, also das ist das Dashboard. Was haben wir dann noch? Device List ist relativ interessant. Also, was habe ich an Devices? Ich zum Beispiel habe also das Gateway, dann das VI-Bus-System, das ist der Inverter, der Wechselrichter. Dann habe ich einen Batteriemonitor. Ich habe einen Shunt eingebaut. Ich habe mehrere Solarladeregler und ich kann hier auch die Konfiguration von den Devices ändern. Das heißt, ich muss nicht direkt vor Ort sein, sondern ich kann hier, ich habe zum Beispiel gestern vom VE-Bus-System, also vom Multiplus, habe ich Änderungen gemacht, hier vom Computer, Remote Configure. Das heißt, er liest die Daten von diesem System aus. Ich kann es dann hier verändern und kann die Daten wieder zurückschicken. Ja, funktioniert sehr, sehr gut. Insofern Remote-Wartung kein Problem. Settings, ja, das ist glaube ich nur jetzt fürs, genau, also das nur fürs VRM selbst, was relativ cool ist. Ich habe auch hier eine Remote-Konsole, das heißt, das ist so wie wenn ich bei der Servo direkt bin. Er zeigt mir hier eigentlich dieselben Sachen an. Ich könnte allerdings jetzt zum Beispiel hier in die andere Ansicht reingeben, also ins Menü statt auf den Pages. Na, wieso geht das nicht? Man sieht hier zum Beispiel den Inverter, der macht, was er tun soll, invertieren, also von 48 Volt oder knapp 55 Volt auf 230 Wechselspannung. Also das ist der, dass man normale Steckdosen hat und dass man so Sachen wie zum Beispiel dieses Infrarotpanel ja, anschließen kann. Also normale Steckdose, sage ich mal. Dann habe ich hier 2 Batterien, je 11 Kilowatt. Zeigt er mir an, was sich hier tut. Kann ich da reinschauen zum Beispiel. Kann sagen, wie sind die Parameter. Also, in Demo, also zum Beispiel, das ist die maximale Ladespannung.
maximaler Ladestrom, den reduziert er dann automatisch, je voller die Batterie ist. Also, und die maximale Entnahme. Ganz wichtig sind diese zwei Werte bei der Batterie. Allow to charge, allow to discharge. Das sind die absolut wichtigen Werte. Damit sagt die Batterie dem System, darfst du mich laden, darfst du mich entladen. Weil wenn die Batterie voll ist, dann springt zum Beispiel Allow to charge auf No. Und in gewissen Fällen springt auch, also wenn es zu tief entladen wird, springt das Allow to discharge auf No. Also hier gibt es einige Informationen über die Batterie. Dann Smart Shunt. Das ist derjenige, der eigentlich die Entnahme und die Ladung der Batterie sehr genau misst. Braucht man in meinem Setting jetzt nicht unbedingt, weil die Batterien das sowieso auch messen. Dann haben wir hier die einzelnen Solarladeregler. Ich habe seit gestern 4 Stück, auch den kleinen hier, Solar Ost, weil da habe ich für ganz in der Früh 2 Paneele Richtung Osten gestellt. Jetzt reduziert er mittlerweile ein bisschen. Gestern war er auf 710 Watt. Jetzt geht die Sonne schon Richtung Süden. Und er geht dann runter auf, ja, sieht man eh. Vielleicht ist jetzt auch gerade eine Wolke davor, weiß ich nicht. Genau, und die anderen laden brav mit ca. 2.000 bis 2.500 Watt. Sehr schön. Ich könnte hier dann wieder zurückspringen auf Pages. Die schöne bunte Übersicht. Ich glaube, dann gibt es noch eine andere Übersicht. Wie geht das? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob er das nimmt hier. Es gibt ja noch eine andere Übersicht, sieht man aber auch nichts anderes im Endeffekt. Na, irgendwie so geht es. Aber ich benutze immer diese Ansicht. Insofern reicht man das eh. Man sieht jetzt, die AC Loads sind runtergegangen. 360 Watt. Und ja, dann wird die Batterie kräftig geladen. Ich habe gestern in der Nacht das Infrarotmodul laufen lassen. Mein Lehm-Infrarotmodul. Deswegen hat er die Batterie auf 26% entladen. Naja, ja, soll nichts Schlimmeres passieren, aber im Normalfall möchte ich es eigentlich nicht. Im Normalfall soll er nicht so weit runtergehen. Weil natürlich, wenn jetzt nicht so ein schöner Tag ist wie heute, will er auch nicht mit 6.000-7.000 Watt laden. Gut, das ist die ja, also da gibt es dann noch ein paar Notes. Ja, kann man sich Notes machen. Fotos könnte man. Habe ich kein Foto drinnen. Ja, genau. Reporting, das habe ich mir noch nie angeschaut, ehrlich gesagt. Da gibt es wahrscheinlich dann irgendwelche, ja, da kann man sich diese ganzen Reports, die ich vorher gesehen habe, mehr oder weniger ausdrucken. Das habe ich mir aber noch nie angeschaut, muss ich ehrlich zugeben. Könnte man wahrscheinlich geben, wie der Strompreis gerade ist und was ich vom Netz hole. Ja. Weiß ich nicht. 58 Euro. Wenn es in grün geschrieben ist, hat man das immer gespart. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Aber ja, da kann man den. Aha, okay, da kann man den Gridpreis. Ja, mittlerweile natürlich. Gridpreis 30 Cent auf Kilowattstunde. Bei Neuanmeldungen schaut es eher so aus. 80 Cent. Vielleicht sehen wir bald 1 Euro auf die Kilowattstunde. Tja.
Ja, dann hätte ich schon ein bisschen mehr gespart. Wir haben einen sehr günstigen Tarif noch. Ich glaube, 11 Cent wird jetzt dann angehoben auf, glaube ich, 26 Cent oder so. Ja, na gut. Genau, da kann man sich dann die Statistiken anschauen. Aber wie gesagt, da habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt damit. Back, Dashboard. Und hier sieht man zum Beispiel auch Realtime. Ja, also wenn man das zulässt, dann kann man Realtime einstellen. Dann macht er das wie, also dann zeigt er wirklich die Echtwerte an, die jetzt gerade in dem Moment abgehen. Also wie gesagt, das Ganze ist am Handy verfügbar. Im Endeffekt, man kann auch die VRM am Handy sich anschauen. Man kann die Remote-Konsole am Handy anschauen. Die App heißt Victron Connect. Und es gibt auch ein eigenes Display von Victron. Das ist so ein kleines Kästchen. Das gibt es, glaube ich, also wie heißt das? Touch 50 und Touch 70. Ja, also das ist halt dann so eine. So eine kleine Anzeige auch mit einem Touch-Display, die man direkt an die Servo, das Kommunikationsmodul, anhängt. Genau. Das zu den Übersichten. Ja.